Ah, guck mal, hier ist doch noch einer. Der dankenswerterweise auch sehr bereitwillig in meinen Flammenring läuft. So, fehlen noch zwei. Steht hier oben noch irgendwo einer? Nicht gut. Das funktioniert irgendwie bald besser, als ich gedacht hatte. Solange keine Fernkämpfer dazukommen. Wenn Fernkämpfer dazukommen, wird's unschön. Aber bis dahin geht es. Ziemlich gut zu werden. Gott, ist der Feuerball langsamer fliegt als ein Pfeil, ist auch wirklich traurig. Da fällt einem auch nichts mehr zu ein. So, nichtsdestotrotz haben wir hier irgendwie keinen Magier gefunden. Was sieht das auf den Weg? Ich könnte hier, hätte bei sowas mal total so einen XP-Trank einsetzen sollen. Das wäre clever gewesen. Habe ich da nicht früher dran gedacht. So, da drüben ist total Stimmung. Da will ich aber erstmal nicht hin. Für den einen halte ich da ganz bestimmt nicht an. Hier werden es eher noch mehr. Haben wir hier vielleicht auch noch einen Magier irgendwo mit bei? Oh, shit. Ja, falscher Trank. Falscher Spell, meine ich. Sag mal, hättet ihr jetzt vielleicht die Güte, durch den Feuerring zu laufen? Ach Gott. Na komm. Danke. Laufen die denn alle weg? So schon gepasst. So, jetzt noch den da reinlocken und dann haben wir es vorerst. Zumindest mit dem Grüppchen hier. Was mir aber immer noch nicht sagt, wo ich die restlichen beiden Magier finde. Oh, Moment, da liegt noch was. So. Beinschienen der Dumm? Na, ganz toll. Na, Blutschurken, das hilft mir aber alles nichts. Ich meine, so, Teufelsschamane ist ausgewählt. Dann laufen wir vielleicht einfach mal dem Pfeil nach, tatsächlich. Hilft uns das? Zeigt er direkt auf so eine Gegnergruppe? Auch nicht wirklich. Kein Schamane mit bei. Okay. Ah, kommt hier noch rein. Das ist super. Ihr macht das spitze. Stuff da oben würde ich auch noch ganz gerne mitnehmen. Dann suchen wir mal weiter. Vielleicht sollte ich davor den Spell wechseln.
Hier ist tatsächlich noch einer. Verrückt. Hallo, kannst du da bitte nicht festklippen? So, 4 von 5, nice. Mit ordentlich Gedöns dabei und dann sagt der Pfeil, es fängt an zu regnen, verdammt, dann sagt der Pfeil, wir sollen hier lang. Aber nicht die Gruppe, auch nicht die Gruppe, wobei wir dann vielleicht einen kleinen Zwischenhalt machen müssen. Bevor mir das zu viele auf einmal werden, aber das geht. Naja, okay, dann machen wir die jetzt mal platt. So langsam läuft's doch. Gott, die nächste Gruppe. Gott, das ist irgendwie nicht das, was ich erwartet hatte. Dammit. Euch hatte ich nicht auf meiner Rechnung. Aber ihr mich offenbar auch nicht. Muhahaha. Hässlichen Kackfrösche. Hört doch zu, was ihr macht. Muss ihn nur von sich weglaufen lassen, in die Richtung, dass er dann in die Flammen läuft. Dann geht das auch alles. Okay. Schön. Fehlt uns aber immer noch eine Goblin-Gruppe. Naja, gehen wir hier auf den Sack. Gott, wo zum Geier ist der denn? Ich habe aber schon immer noch. Ja. Schon noch die Quest aktiv, okay. Wait, what? Der ist jetzt nicht ernsthaft hier drin. Ach so, das waren schon alle. Oh, okay. Ich dachte, wir müssten noch einen. Aber na dann. Dann ist ja okay. Ich dachte, wir müssten noch einen. Aber gut, dann nicht. Tja. Tja, dann. Machen wir mal Geleitschutz. Bringen wir den einfach mal weg. Es hilft ja nichts. Er muss ja irgendwann auch mal. Und inzwischen fühle ich mich sicher genug, dass wir da hinten irgendwie ankommen. Wobei, solange wir verkaufen. Verkaufen ist wichtig. Einmal absteigen und hinein in die gute Hütte. Schön, dass es da drin auch dunkel und neblig ist. Okay. Finde ich den gut. 54, 54, weg, 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 weg. So viel Dreck. Beinschienen, haben wir überhaupt schon welche? Ach, das sind einfach, ach, tatsächlich. Beinschienen der Bettler. Schutz 13, 7 Verteidigung. Schutz 16, 8 Verteidigung. Dann gewinnt das doch auf jeden Fall mal. Die kommen weg. Das kommt weg. Das kommt weg. So, dann haben wir einen ganzen Batzen Skillruhen und einen ganzen Batzen Tränke.
Hast du vielleicht noch Equipment, was ich kaufen möchte? Nur so ganz nebenbei gefragt. Nicht so richtig. Schutz 13. Der Schild sieht nicht aus. Schutz 18, physische Assistenz 10. Ja, nee, kann aber nicht so viel. Schlechte Schuhe. Gegengesegnete Schuhe der Götter? Ich glaube nicht. Feiges Zaumzeug. Ah, nee. Dann, wo wir noch so viele Skills über haben, gucken wir doch hier, ob wir nicht nochmal was tauschen können. Ganz ehrlich, packt er jetzt irgendwas hin? So, Meteoritenhagel. Die Frage ist, ich mache das eben nochmal ganz kurz. Also, 2000 Gold, ja, sollst du haben. Die Frage ist. Ah, okay. Dann sind das jetzt schon vier. Also, wir brauchen für den Meteoritenhagel auf jeden Fall deutlich mehr Projektile, bevor der sinnvoll wird. Die nächste Stufe hat natürlich auch schon wieder eine deutlich höhere Aufladezeit. So, können wir mit dem Feuerball irgendwie eine höhere. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Projektilgeschwindigkeit von dem Feuerball zu erhöhen? Also, dass der schneller fliegt? Das finde ich extremst sexy. Du kommst weg. Du kommst weg. Alle Resistenzen plus 10. Nice. Davon haben wir mehr als genug. Passt schon. Weg. So, was will ich denn eigentlich noch haben? Ist mal die gute Frage. Bannkreis der Angst, Schutzbarriere aus Runen, die Gegner nur Schwert überschreiten können. Klingt interessant. Fegefeuer. Feuerbrunst verfolgt den. Oh, verfolgt. Interesting. Ja, da müsste ich mir nochmal diese 130 Seiten Charakterzusammenfassung irgendwie durchlesen, um zu gucken, welche Skills sinnvoll waren. Tja, bis dahin nehme ich noch einmal Meteoritenhagel mit. Was macht denn Phasenverschiebung überhaupt? Wo ist denn das überhaupt? Hier. Teleportiert den Magier gezielt in ausgewählte Koordinaten. Dann möchte ich das vielleicht lernen? Weiß ich nicht. Okay, wir haben gerade unseren Weg über den Fluss gefunden. Theoretisch. Ja, leck mir doch den Strumpf. Ersten Scheißgebiet macht sich kein Monster mal die Mühe nachzuspawnen und hier permanent. Ja, und ihr natürlich auch noch, weil ihr nichts Besseres zu tun habt, ist klar. Fuck you. Die 135 Gold lasse ich da jetzt auch einfach liegen. So, kommen wir. Nice. Er läuft schön in das Feuer. Läuft schön in das Feuer. Jawohl. Gott, so viele Fernkämpfer, warum denn? Wow! Als magische Kräfte muss ich mich in dieser Region sehnen.
Ja, ich merke schon, die sind hier nicht ohne. In Stufe 7 geht immer noch. Wow! Bin ich tot? Bin ich nicht tot? Nein. Okay. Ich kann sagen, eigentlich habe ich doch noch einen Heiltrank genommen. Alter, 26? What? Stufe 26? Okay, vielleicht muss ich hier einfach doch noch nicht hin. Nein, ich sollte hier einfach nicht hin. Okay. Ich dachte, wir gucken vielleicht mal nach da, aber dann gucken wir vielleicht einfach nicht nach da. Kann ich den Marker irgendwie entfernen? Kann ich? Ah, sehr schön. Das Pferd teleportiert sich mit. Ein Traum. Was richtig super wäre, wenn man mit dem Mausrad hier zwischen den Slots wechseln könnte. Plötzlich dramatisch laute Musik. Weil wir von Low-Level-Gegnern angegriffen werden, die gar nicht so wenig Schaden machen, wie ich feststelle. Ernsthaft, was ist denn hier los? Ich verprügel ihn jetzt einfach mit meinem Stab. Das läuft schon. Dauert auch gar nicht lange. Jetzt muss der da oben natürlich auch noch angewackelt kommen. Okay. Sehr schön. Darf ich sammeln? Danke. Gut, dann sollten wir vielleicht doch erstmal nach Westen laufen. Ich lasse die hier jetzt mal stehen. Alter, warum spawnen hier so viele Gegner da? Die kann ich nicht alle stehen lassen. Die kleben mir alle auf ewig am Arsch. Ich meine, wir sammeln erst noch mal ein paar. Nicht so viele Fernkämpfer querkommen, ist das alles okay. Okay, überzeugt. Schon ein bisschen lustig. Es ist so stumpf, ne? Aber irgendwie macht's auch Spaß. Ja, du musst jetzt natürlich noch angewackelt kommen. Vergiss es. Du darfst bei der nächsten Gruppe gerne mit drauf gehen. So, wir müssen mal viel weiter hier rüber, fällt mir gerade so auf. Hier ist ganz schön was los. So, sieht aus, als wären wir im Dorf. Dann machen wir doch noch mal ein bisschen Action. Das hat doch mal ganz gut funktioniert. So, einmal Sammelparty bitte. Wirklich. So, mit denen können wir gleich noch reden. Da ist auf jeden Fall ein Händler. Ah, da unten ist auch. Wobei, das da unten ist eine neue Quest, ne? Das ist noch nicht die Quest, die wir abgeben müssen. Sind wir überhaupt schon da, wo wir hin müssen? Wir sind überhaupt nicht da, wo wir hin müssen. Das ist noch ein ganz anderes Dorf hier. Fuck. Okay, dann speichere ich vielleicht doch erstmal.
Ja, ich glaube, das ist ganz okay. Blinkt die dann? Also ist wahrscheinlich so ein Glühwürmchen-Dingsi. So, was möchtest du denn? Tötet 20 goblinische Blutschurken und brecht die Belagerung des Handelsposten. Betrachte diesen Auftrag als bereits erfüllt. Nicht, dass wir gerade 2 Millionen Goblins umgehauen haben, aber okay. So, erstmal den ganzen Kladderadatsch weg. Zack. Moment, Armschienen? Okay, nein. Armschienen sind nicht gleich Handschuhe. Einfache Beinschienen. Schutz 14, Sockel 12, Verteidigung. Deutlich mehr Schutz. Und ein Sockel. Dafür nichts auf Angriff, nichts auf Geschwindigkeit. Anyways. Achso, nee, Moment, ich habe das auch von dem völlig falschen verglichen. Okay, weniger Schutz weg damit. Das weg, das weg. Der auch weg. Billige Beinschienen. Nein. 11, Angriffstempo plus 5. Angriffstempo plus 10, aber mehr Schutz. Ja, nehmen wir mal. Kanone der Leibeigenen, okay. Weird, weird. Gut, ja, ich würde sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ist die Tür wenigstens. Okay, keine Sidequest da drin. Ich dachte, ich gucke einfach mal rein. Vielleicht hätte da ja irgendwas von uns gewollt, aber nein. Guti, dann, ja, erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.